Guten Tag, liebe Community, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess mit Medium Cloud von Delivery LP. Ups, fängt ihr gut an. In der letzten Folge sind wir hier weiter im Tempel vorgestoßen, haben uns einige Shortcuts eröffnet, die jetzt hoffentlich noch da sind. Denn sonst müssen wir alles nochmal machen. Das wäre jetzt natürlich doof. Aber da müssten wir dann ohnehin durch. Ich werde jetzt auch den Tempel eben durchweg aufnehmen. Die Eisenstiefel habe ich da. Und, achso, da war ja der andere noch. Und, nochmal die Eisenstiefel. Und wieder runter. So, darüber und dann ganz fix. Ups, darüber. Jetzt fast gefallen. Ah, den blöden Gegner in der Lava. So, damit wären wir drüben. Dann muss ich jetzt erstmal wieder hier rüber springen und dann mache ich erstmal das Vieh kaputt, was hier runterkommt. So, das wäre das. Und dann springen wir darüber und erledigen auch noch das kleine Vieh hier. Damit wir freie Bahn haben. Und los geht's. Das kennen wir schon zu Genüge. Das haben wir jetzt schon dreimal gemacht, also. Und hat wieder gepasst. Gut. Dann können wir jetzt hier rüber springen und durch die Tür. Wenn ich mich nicht täusche. Und ich hoffe, dass hier die Shortcuts noch aktiviert sind. Ach, sind sie. Gut. Gut, dann müssen wir jetzt nur auf den Magneten warten. Der uns da ganz hinten überbringen soll. Wenn er denn jetzt mal kommt. Und da ist er. Perfekt. So, wir möchten aber nicht hier hin. Wir möchten noch einen weiter. Da haben wir wieder Fledermäuse, auf die müssen wir aufpassen. So, dann sind wir schon mal drüben. So, wir machen das mal ganz geschickt so. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. So, das waren die beiden schon mal. Sehr schön. Kriegen wir irgendwo ein Herz raus. Offenbar ist man nicht so nett zu uns. Aber 5 Rubine. Und dann haben wir unser Herz. Gut. Dann müssten wir jetzt weitergehen können. Ah ja, dann war da der Raum. So, ich glaube, die haben wir dann auch alle. Sehr gut. So, dann müssten wir jetzt dahin. Das haben wir auch in der letzten Folge schon gemacht. Einmal hier runter, den Stein wegschieben. Und hier wieder hochtauchen. Dann hier raus. Darüber. Wie gesagt, die Stelle kennen wir auf jeden Fall schon. Und dann bringen wir hier runter, ziehen die Eisenstiefel an und putz, kleben wir an die Wand. Sehr schön. Es geht auf jeden Fall voran. Und runter. Gut, ihr seht, hier waren wir auch schon. So, der öffnet uns, glaube ich, die Tür dann, damit wir hier durchkommen. Und ich glaube, in dem Raum haben wir letzte Folge aufgehört sogar. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mal so sicher, muss ich sagen. Dann können wir jetzt einmal hier hoch. Ich glaube echt, dass wir letzte Folge hier aufgehört haben. Wir haben uns, glaube ich, noch links die Kiste geholt. Wo, glaube ich, ein Schlüssel auch so drin war. Wir gucken einmal. Ja, die ist auf. Okay. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was da drin war. Ich glaube aber echt, dass es ein Schlüssel war eigentlich gerade. Und dann sehen wir zu, dass wir hier rüberkommen. Ich glaube, es reicht so. Ja, reicht. Perfekt. Das haben wir auch schon gekappt. Anscheinend. Dann müssten wir jetzt ganz easy peasy darüber kommen. Ja. Dann gehen wir einmal in die Tür. Stimmt, hier haben wir aufgehört. Genau. Das war das Letzte, was wir gesehen haben in der Folge.
Dann können wir uns ja hier mal getrost die Gegend anschauen. Da stehen wir schon unter Feuerbeschuss. Auch nicht gerade nett. Aber, naja, treffen lassen sollte man es ohnehin nicht, also. Bei gerade mal 5 Herzen. Wobei, wenn man keine Herzteile gesammelt hätte, dann hätten wir jetzt erst 4. Weil ihr merkt schon, da geht der Beschuss los. Einen Schlüssel haben wir anscheinend nicht gerade zur Hand. Ah, Moment. Was finden wir hier? Einen Schlüssel, okay. Ups, nee, gehen wir lieber weg. Da gehen wir lieber von weg. Dann gehen wir erstmal hier rein. Upsala. Würdest du bitte? Danke. So, dann gucken wir, was wir hier finden, genau. Da geht's einmal runter. Da gehen wir zuerst runter. Ich habe irgendwie so den Fable dafür, Räume erst unten zu erkunden. Und dann nach oben zu gehen. Noch ein blauer Rubin. Den nehmen wir auch gerne mit. Aber viel ist hier unten nicht, oder? Und bei einer Leiter. Die habe ich gerade nicht gesehen. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ach so, okay. Ach Gott. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Und auf der Seite ist es, glaube ich, wesentlich einfacher. So, wieder auf den Kopf. Und die Mütze steht wie eine 1. So, noch einmal das Ganze. Und dann... Ah, nein. Ach, verdammt, was soll das denn? Warum springt er nicht einfach da hoch? Mensch. Menschenskinder. Ja, du darfst da hochklettern. Genau. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich versuche jetzt einfach mal den hier. Aber wieder aber, am Ende wird es aber knapp, glaube ich. Aber hat gut gepasst. Ich bin selbst erstaunt, muss ich sagen. So, ein kleinerer Raum. Ah, okay. Ich sehe schon, was Sache ist. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der 4 ältesten Negronen. Man nennt mich Don Ibizo. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Du erhältst ein Schlüsselfragment. Sammle alle 3, um sie zum Schlüssel zusammenzufügen. Ach, jetzt da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden, die Waffe des Helden wird in einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Okay. Hinter ihm geht's wieder nach oben. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Leiter hoch. Genau. Genau das wollte ich. Ich finde übrigens auch schön, dass sie die Goron-Musik von Ocarina of Time hier eingebaut haben auch. Also das war auch schon im in der alten Twilight Princess Version so. Aber es gefällt mir besonders. So. Dann können wir hier rüber. Wenn die Eisenstiefel nur nicht so unglaublich unfassbar schwer wären, dass sich Link dann so langsam bewegt. Das wäre großartig. So, ich glaube, das passt so. Ja, passt genau.
So, erstmal machen wir die Truhe auf und wir finden 10 Rubine. Ja, nimm mal gern. Die nehmen wir doch gerne. Na, die Kisten lassen wir lieber stehen. So, hier ist wieder ein etwas größerer Raum. Mal sehen, was wir da finden. Aha. Sieht nach einem Kampf aus. Könnte das etwa der Wächter der Waffe sein? Oh, ein Mensch! Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Das wird sich noch herausstellen, würde ich sagen. So, wie greifen wir den denn an, den Guten? Den guten Herr Gronen. So schon mal nicht. Ich glaube, der ist uns auch nicht ganz nett besonnen. Was machen wir da? Ablocken? Wie die anderen Goronen? Haben wir jetzt Schaden gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir den schaden. Ganz ehrlich. Also bisher schreit er uns aber auch nicht ganz gut. Wir müssen wohl echt darauf warten, dass er auf uns draufschlägt. Ich weiß echt nicht, ob wir den schaden gerade. Der scheint nicht gerade Anstalten davon zu machen. Also wir treffen ihn, aber... ob ihn das auf irgendeine Art und Weise stört... Also er blockt nicht alle Schläge. Zwei Treffen eigentlich. Bin mal gespannt, ob das so ausreichend ist. Weil irgendwie macht er wirklich keine Anstalten. Von Schmerz oder sonst was. Weil wenn das alles ist, dann... Also langsam stoßen wir aber Richtung Klippe. Abgrund stoßen wir den langsam. Weiß nicht, ob das so gut für den ist. Und ich sag mal, wir sind ja relativ sicher mit den Eisenstiefeln. Ich frage mich nur gerade, wie viele Schläge er dann noch kassieren muss. Hm. Ich versuche gleich meinen anderen Schlag. Die ganze Zeit mit B. Achso, mit. Oh, jetzt haben wir Schaden genommen. Jetzt haben wir doch einkassiert. Achso, okay. So müssen wir den machen, also. Okay. Gut zu wissen. Ups, abwehren. Wir müssen weiter von dem Weg sein dafür. Und rechts rüber. Das war Treffer Nummer 2. Und ausholen und... Na, zu spät. Hm. Na komm. Ah, was war das denn? Und nach links rüber. Gut, drei Treffer reichen anscheinend. Also dreimal in Lava schmeißen. Gut, ist halt eine Corona. Ist klar, dass wir den so angreifen müssen. Mist!
Da denkt man, ist ja nur ein Mensch und dann... Willst du etwas zu unserem Oberhaupt? Ja, doch, schon ganz gerne. Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Ja, dies ist ja auch, meine Aufgabe. Deswegen bin ich ja hier. Aber du hältst mich davon ab, mein Freund. Aber jetzt dürfen wir uns die Waffe einheimsen. Und die holen wir uns jetzt auch. Mein Gott, das hat uns 2 Herzen gekostet. 2 ganze Herzen. Nicht halbe. Ganze. 2 ganze. Und ein Viertel. Ja, komm, wir gehen erstmal zur Truhe. Was finden wir denn hier Schönes? Geil! Du erhältst den Heroinbogen. Schatz der Goron, der einst dem legendären Helden gehört haben soll. Oh, schön. 30 Pfeile können wir tragen. Das finde ich durchaus nett, dass wir den jetzt haben. So, da kriegen wir wieder ein Herz. Gut, dann rüsten wir den gleich mal aus. Die Schleuder ersetzen wir. Bisschen Tacken höher. So, erstmal würde ich jetzt mit dem Ziehen hier klarkommen damit. Aber wir können es ja so machen. So, damit haben wir wieder fast volle Herzen. Wir sind jetzt... Kann ich den ziehen? Nee. Was müssen wir tun? Ah, warte mal. Und jetzt kann ich den auch greifen. Okay. Wir können jetzt also theoretisch einfach weitergehen. Oder wir holen uns die anderen davon auch noch. Und weil ich es bin, tendiere ich natürlich... Upsala. Zu, dazu, dass wir uns die anderen auch noch holen. So, und... Die habe ich schon mal gut getroffen, muss ich sagen. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist eigentlich nur noch der eine, ne? Ne, 2, okay. Die hole ich mir aber auch noch. Und danach räumen wir hier auf. Da war es nur noch einer. Und Schuss. Damit haben wir alle davon zerstört. Ob uns das jetzt irgendwas bringt, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal, was hinter den Teilen ist. Noch. Das lohnt sich schon, muss ich sagen. Du erhältst den Kompass, er zeigt dir, wo die Gegenstände in diesem Dungeon findest. Sieh auf den Kartenbildschirm nach, wenn du die Schätze suchen willst. Ja, ich glaube, viel mehr Schätze gibt es hier gar nicht mehr so großartig zu finden. Wir haben ja schon einiges abgegriffen. Unter anderem Herzteile etc. Also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mehr so viele sind. Der eine oder andere bestimmt noch, aber... Naja, wir haben eben auch schon einiges gefunden. So, hier hinter schauen wir auch gleich mal nach. Wenn, dann gucken wir hinter jedem nach, oder? Was meint ihr? Ja, ne? Haben wir ein großes Rad. Ja. Hier hinter scheint noch eine Tür zu sein. Laut Karte. Dann gehen wir da auch mal rein. Ah, der letzte Älteste anscheinend. Dann holen wir uns... Der sieht aber sehr ans alte Mann aus. Oh, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die 3 Fragmente zusammen. Du hast alle 3 Fragmente gefunden. Somit liegt der große Schlüssel in deinen Händen. Finde jetzt den Dungeon-Boss.
Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Grogor eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Grogor in dieser wieder natürlichen Gestalt hat. Aber du hast es immerhin bis hierher geschafft, also werde ich deine Kraft vertrauen. Nun beeil dich, in das Zimmer zu kommen, in dem sich unser Oberhaupt befindet. Aber jetzt hole ich mir die Truhe. Erst die Truhe. Was finden wir denn da Schönes? 50 Rubine, schön. Also, so ein Dungeon bringt uns immer wieder schön Geld. Das ist mir schon in Wind Waker aufgefallen. Aber gut, Leute, an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal die Folge beenden. In der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir diesen Dungeon endlich beenden nach, ich glaube, 3 Folgen jetzt. Das ist, glaube ich, jetzt die 3. Folge, wo wir drin sind. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal beim Delivery Channel wieder vorbei, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.